Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Daylight. Ich verstehe noch nicht ganz, was der Name des Spiels mit dem Spiel an sich hier zu tun hat. Also, das sieht mir nicht nach einem Frühlingstag aus. Wir befinden uns hinter dem ersten Portal in der Anstalt und ich will gar nicht hier rein. Ich will gar nicht hier rein. Und wir finden neue Briefchen, neue Zettelchen. Und ich glaube, es würde sich tatsächlich lohnen, hier mal ein bisschen auszuleuchten nachher. Mid Island Hospital, zu Händen aller Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Was ist das denn? Ein Knopf? Das scheint noch nicht zu funktionieren. Ich glaube, wir müssen Strom machen hier. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich schreibe erstmal einen Beschwerdebrief. Oh, wie spät ist es eigentlich gerade? Ah, ja, Es ist also genau 10. Um Punkt 10 ist hier alles stehen geblieben, wie es aussieht. Oder um Punkt 10 sind die Batterien ausgelaufen. Wie hoch sind die Chancen? So. Mit einem Hospital zu Händen allen Mitarbeiter. Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können, egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung, wer macht denn sowas? Wer klettert denn auf... Weiß ich auch nicht, ganz komisch. Und das Archiv wird mir ein bisschen sehr oft erwähnt. Huch, das ist der... Ich hab voll die schräge Optik gerade hier. Ich wette, hier muss ich lang. Ach... Wir sind... Ich glaube, wir sind im Archiv. Das sieht aus, als wäre da jetzt irgendwas... Was war das? Hallo? Alter, ich hab... die Gänsehaut gerade. Was war das? Ehrlich gesagt möchte ich es ja nicht herausfinden. Mid Island Hospital Incident Report File. Datum 1. Mai 1940, Mrs. Daniels Suizid. Mrs. Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Mrs. Daniels Leichnam wurde inzwischen an die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Welchen anderen Vorfällen? Und geht es auch um geritzte Labyrinthe im Arm, wie wir eines haben? Oh Gott. Alter. Wer ist das? Wer läuft denn da? Ich meine, theoretisch ist es doch nur ein Patient, der kann uns ja nichts tun, aber andererseits, wer weiß, was das ist. Und Patienten hat es ja schon ewig keine mehr gegeben, das heißt, was Lebendes wird das wohl nicht sein. Und wo ist es hin? Scheiße, ich hab echt Gänsehaut gerade. Ein Brief. Wir haben ja Zeit zum Lesen. Ist gar kein Problem. Einfach mal anhalten. Was? Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen. Durfte leben. Gesteht Schuld. Wird gehängt. Böse. N-Haus. Irrenhaus wahrscheinlich. Eröffnet um. Mie. Ausbreitung der Krankheit.
Okay, ich kann nicht um die Ecke gucken. Da hinten ist irgendwas Rotes. Diese Stimme eigentlich? Wir sind aufgewacht im Irrenhaus, einfach so. Wem gehört die Stimme? Ist das eine Stimme von außen vielleicht? Sind wir gerade irgendwie in ihrem Kopf bei Sarah oder irgendwas in der Richtung? Da liegt ein Umschlag, da liegt ein Umschlag. Ich möchte auch gleich um mich schlagen. Mid Island Hospital Incident Report File. Sekunde, ich habe vergessen... Ja, muss ich mal ganz kurz Timer stellen, entschuldige, habe ich vergessen. Profi. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Ich frage mich, ob es hier auch einen Dr. Marcel gibt. New Kipling Herald, Mid Island, Geister der Vergangenheit, 12. November 67. Und dann ist da das Krankenhaus, wie wir es heute kennen. Verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündeten Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen über Stimmen, den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Naja, lebensrettend wirkt das auf mich hier auch nicht unbedingt gerade. Da ist noch ein Umschlag. Offene Flächen sind mir ein Gräuel. Zumindest hier. So. Mid Island Hospital Incident Report File, 27. März 31, Patient 90D. Holla. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Wer auch immer Patrice ist, wir wissen es natürlich alles nicht. So. Du kannst auf manche Objekte klettern, mit Space. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Okay, benutzen. So, ich vermute mal, dann können wir hier rüberklettern. Der Hinweis war ja schon mehrfach zu lesen, dass wir hier hochklettern können. Ich finde es gut, wenn man so weit oben steht, dann ist man zum Glück überhaupt gar nicht... Oh, dann ist man zum Glück überhaupt gar nicht im Mittelpunkt von irgendwas. Das heißt aber, wir können hier nicht mehr zurück, oder? Ah, super. Ich glaube, das ist der Hauptschalter und ich möchte ehrlich gesagt, ich will das nicht tun. Du hast gesagt, im Licht tut hier einem nichts. Wer auch immer das ist, ich glaube, das spielt mit unserem Geisteszustand. Und wieso sind die Kisten jetzt anders geschoben?
Oder nee, sind sie gar nicht. Die hier stand da. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. So. Jetzt kletter ich mal hier drauf. So, jetzt hier, Handy nicht vergessen. So, und jetzt hier nochmal drauf. So. Und jetzt kann ich nämlich hier so lang. Ah. Da unten haben wir ein Briefchen vergessen. Aber ich glaube, hier können wir dann später lang gehen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz runter. Da war doch gerade noch ein Briefchen, das habe ich doch gesehen. Da hinten. Nein, das haben wir vergessen. Da kommen wir gar nicht ran. Weißt du, über die großen Kisten kann man klettern, aber hier geht's nicht, oder was? Okay, wir haben also... Vielleicht haben wir es gar nicht vergessen, vielleicht kommen wir da noch hin, aber ich glaube, wir haben es vergessen. Übersehen vielleicht. Nein, ich muss das Let's Play neu starten, ich habe ein Briefchen übersehen. So, ich glaube, ich kann auf manche Objekte klettern, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Und, ich bin jetzt wieder übermütig ein bisschen gerade. Wahrscheinlich, weil hier gerade Licht geworden ist. Ich würde ganz ehrlich, ich würde so gern durch die Bücher hier durchstöbern einfach und gucken, was da so drin steht. Auch so die Patientengeschichten alle mal lesen. Ich glaube, das wäre so spannend, so interessant. Oder so Tagebücher von Patienten aus Irrenanstalten. Die müssen so wahnsinnig, entweder sind die wahnsinnig langweilig und ich stelle mir das einfach nur so vor, oder die müssen wahnsinnig interessant sein. So. Yes, yes. Kann ich jetzt eigentlich... Ich kann leider nicht. Ich wollte da balancieren, aber es geht nicht. Ich möchte da nämlich nicht runterspringen, denn das würde bedeuten, wir kommen weiter im Spiel und da passieren immer böse Dinge. Okay, das war jetzt nicht ganz so böse, wie ich dachte. Wir sind, glaube ich, wieder am Anfang. Kommen wir eigentlich auch wieder zurück? Wo ist denn... Da war doch eine Tür. Hier sind wir reingekommen. Hier, da wo das Portal war, das wir mit dem Teddy geöffnet haben, da war... Keine Tür. Und ich habe das Gefühl, wir müssen hier wahrscheinlich später noch rein. Jetzt aber erstmal gucken, was wir hier machen. Wahrscheinlich können wir den Knopf jetzt benutzen, dann geht die Tür da hinten auf. Ich würde aber erstmal gerne wissen, was ist mit dem anderen, mit der anderen Tür? Da möchte ich gerne mal... Ich glaube, wir können auch laufen, ne? Ja, wir können auch laufen. Hier ist nichts, ne? Hier kommen wir einfach nur wieder zu... da kommen wir gar nicht durch. Können wir den anderen Brief vielleicht noch holen oder geht das nicht mehr? Da muss ich das Let's Play nicht nochmal neu anfangen, weißt du? Man sieht am Bildschirmrand, übrigens am Bildschirmrand sieht man ab und zu mal, dass der noch so Grafiken nachlädt hier und da. Da ist doch ein Brief. New Kipling Herald, Mid Island, Geister der Vergangenheit, 12. November 67. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu diesen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Das wird immer beruhigender. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn am Rande so Objekte nachladen und so, ne, wenn wir uns umgucken und da liegt plötzlich eine Kiste nach oder eine Tür oder sowas. Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel nicht wirklich für diese Auflösung hier konzipiert wurde. Ich spiele ja gerade wieder in 2K. Und alleine am Ladebildschirm sehe ich schon, dass der nur Full HD unterstützt, das Spiel aber natürlich in dieser Auflösung hier auch läuft. Da, das Licht hat gerade nachgeladen kurz. So, war das der Zettel, den wir da gesucht haben? Ich weiß es gar nicht. Da können wir jetzt wieder klettern. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich laufe jetzt wieder zurück. Okay. Da kommen wir nicht durch. Ich würde gerne crouchen können. Hä? Ich komme noch von... Willst du mich verarschen? Ich komme nicht wieder zurück? Bin ich doof? Bitte die Antwort sparen. Ich komme da auch nirgends durch.
So, hier sind wir wieder zurück. Na also. Okay, wir müssen das Knöpfchen drücken. Ich guck nochmal ganz kurz, können wir hier noch irgendeinen Tisch öffnen, irgendwelche Dokumente einheimsen, irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich traue mich nicht, diese ganzen Fackeln zu benutzen, also so zu verschwenden, habe ich immer Angst. Und ich traue mich auch nicht, jetzt da durchzugehen, denn es gibt sicherlich einen Grund, warum diese Tür hier geschlossen war. Geht die wieder zu automatisch? Ist das wieder so eine gemeine Falle? War doch klar. Hallo? Es war so klar, diese Orte ohne Wiederkehr. Und es ist viel zu ruhig geworden. Viel zu ruhig. Spieldaten werden gespeichert. Hallo? Ich will nicht um die Ecke. Warum haben wir überhaupt Licht gemacht? Das Licht bringt gar nichts, außer jetzt, dass da mal eins flackert. Der Generator hat nichts gebracht, außer dass die Tür aufging. Hier ist immer noch alles ratzepatze dunkel. Von wegen Daylight. Ich will Daylight. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunshine only brighter. Mädels, zieht die Schlüppe aus, wir stehen vor dem Treppenhaus. So, Treppenhäuser sind immer ein Ort des Bösen, das weiß ich seit Cry of Fear. Ich gehe erstmal hier entlang. Also auf jeden Fall eins weiß ich, die Türindustrie lief damals ganz gut. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, ein Business zu eröffnen... Was? Alter, hör auf! Mann, ich rede doch gerade, um mich selber zu beruhigen. Hätte ich mir damals die Möglichkeit, oder hätte ich jetzt die Möglichkeit, ein Business hier zu eröffnen, ich würde dick ins Türen-Business, ins Doppeltüren-Business einsteigen. Hier ist nichts. Das ist kaputt. Hier ist nur Dreck. Dieses beruhigende Geräusch. Lampe, gehst du an? Nein. Der Generator hat sich voll gelohnt. Da ist wieder einer von diesen Schränken. Spieglein, Spieglein. Das wäre voll cool, wenn man sich da so spiegeln würde. Man sich da wirklich spiegeln würde. Und dann guckt man da rein und dann steht aber jemand hinter einem. Dann guckst du dich um, es steht natürlich wieder niemand da. Dann guckst du wieder hin. Dann steht da auch niemand, dann drehst du dich um und dann steht aber jemand hinter dir. Boah, da kann man so geile Sachen machen. Die hoffentlich jemand anders spielt, nicht ich. So, architektonisch? Schön. God. I can't see anything. Ja, du Tröter, hast du das Licht angemacht. Hat viel gebracht. Ich gehe natürlich erstmal in den Keller. Irgendwer pinkelt hier. In Stereo. Doppelstrahl. Was ist denn das? Emergency Flares. Juhu, Flares, Flares, Flares. Das hört sich wirklich an, als würde jemand pinkeln. Okay, hier, ich nehme an, da kommen wir nicht durch. Das Ding ist auf unserer Seite zugemacht hier, weißt du? Aber das kann man ja selber nicht rausziehen. Es wurde verbarrikadiert, aber man kann es nicht rausziehen. Okay, aha, hier ist also nichts. Wir sind im Keller eines Horrorspiels und hier ist einfach mal nichts. Das ist genau wie auf dem Klo, es ist erstaunlich. Daylight schlägt ganz neue Wege ein. Und auf dem Dachboden ist wahrscheinlich der Herr Doktor. Das war zumindest bei Cry of Fear so. In der Irrenanstalt, ich erinnere mich. Boah, die war auch so schrecklich. Ich hasse Irrenanstalten. Spiele, die in Irrenanstalten spielen, sind die schlimmsten und die besten. So. Es ist erstaunlich lange ruhig geblieben jetzt. Und das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Hallo? Habe ich schon mal die Türenindustrie erwähnt?
Da ist wieder ein Schrank. Ansonsten ist es hier erfreulich ruhig momentan. Benutzen. Mid-Island Hospital Patient Record File. Datum 9. April 1860. Patientin 06B. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Wett? Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende, kleine Mädchen übrig hat. Den Stoffbären haben wir jetzt aber erlöst eigentlich, ne? Den haben wir jetzt quasi ins Portal gegeben. Also, erlöst ist relativ. So ein Stoffbär hat hoffentlich keine Seele. Im günstigsten Falle hat er keine Seele. Was ist das denn? Das ist Lichtschein durch die Fenster. Das ist jetzt also Daylight, oder was? Das war der dicke Nachbar wieder von oben. Der joggt wieder zum Kühlschrank. Irgendwas ist doch hier. Alter, der dicke Nachbar. Ist wahrscheinlich gerade gesprungen. Da ist der dicke Nachbar, der ist gesprungen. Ich weiß es genau. Alter. Ist ein bisschen mit den Türen und so. Was denn? Was denn? Das mit den Türen ist ein bisschen wie bei Diablo 1 damals, ne? Du bist dann immer durch diese Räume gegangen und so, hast dann mal eine Tür aufgemacht, dann kam immer. Also war ja auch alles random einfach, genau wie hier. Und ich glaube, so hängen die Räume dann zusammen einfach. Die hängen dann so random zusammen. Benutzen. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Alter! Scheiß Mobbing-Spiel, ey. Ein Rollstuhl, na, da habe ich gute Erinnerungen dran. Zum Glück sitzt da keiner, kann ich mich hier nicht einfach, ich will mich hier reinsetzen und dann halte ich die Fresse. Dann mache ich auch nichts mehr, ich verspreche es, ich setze mich nur da rein. Ich dachte gerade, da steht jemand, Alter, hör auf. Ich habe auch noch so eine lebhafte Fantasie, ich sehe ja immer in irgendwelchen Dingen irgendwas. Dann dachte ich, da steht einer im roten Kleid. Oh. Ah, das Bettmodell habe ich auch zu Hause. Habe ich bei Ikea damals gekauft. Ist sehr bequem. Mid-Island Hospital Patient Record File. 24. Februar 1839. Patientin 12a. Das kleine Mädchen mit dem Teddybär. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Offenbar müssen wir jetzt eine alte Puppe finden. Hier in diesem heillosen Durcheinander. Dieser Nachbar. Katastrophe. Nachher hört er wieder Scooter und fängt an zu tanzen. Oh my God, what was that sound? Das war der dicke Nachbar, der zugescootert hat. Tanz? Was ist das? Alter, Mann! Scheiß Deckenventilator. Geschichte von New Kipling. Die puritanische Kirche von New Kipling hat verkündet, dass die Stadt in dunkle Zeiten verfallen ist. Einige Einwohner sind daraufhin aus Angst um ihr Leben geflüchtet. Um den Frieden aufrechtzuerhalten, haben die örtliche Kirche und die Stadtältesten die Teilnahme am Gottesdienst zur Pflicht erhoben. Denn jeder weiß, der Gottesdienst flößt einem mit dem Drohen der Hölle immer Vertrauen ein. Alter! Ich
mal durch. Hey, hohoho, die Alte. Die taucht einfach hinter mir auf und greift mich an. Alter, ich kack einen Sack voll Rindenmulch. Wenn ihr das nochmal macht, ich schwöre, ich reiche Rente ein. Ich hab grad zum Glück den Zwing... Boah, Alter, was mache ich denn jetzt, wenn die immer angreift? Ich hab doch auch nur begrenzte Leuchtfackeln dabei. Fuck it. Scheiße. Bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Wird die jetzt immer angreifen? Omi-Liebe. Omi-Liebe. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob ich sicher bin. Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen. Ich, nein, ich hab keinen Schiss. Ich mag einfach nur das Rotlicht mit Alter, achso, es geht noch weiter runter. Was mache ich denn jetzt? Also wie oft greift die an? Ich hab keine Ahnung. Das hatte ich ja noch nie. Das ist mir noch nie passiert, Herr Doktor. Halt. Zum Glück gibt's da Signalfackeln ohne Ende. Ich muss aber dringend mal speichern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wenn die Alte uns dann alle macht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur mit Fackeln rumlaufen. Aber solange hier das Warngeräusch ertönt... Ich kann gar nicht speichern. Alter, ein Spiel, in dem ich nicht speichern kann, wo uns die ganze Zeit eine irre Alte angreift... Ich hab den Finger jetzt immer permanent auf der 2. Da liegt noch ein Brief. Das Beruhigende ist ja, je mehr Briefe wir lesen, desto schneller findet sie uns. Was ist das denn? Warte mal. Sieht ein bisschen aus wie eine Säuglingsstation, oder? Your blood is thicker than water. Sind wir verwandt? Bin ich mit der Oma verwandt? Ist es gar meine eigene Oma? Hier sind ja überall Briefe. Habe ich die alle übersehen? Wir gehen doch gerade zum Archiv zurück, oder? Zwei Leute, die eine Glasscheibe oder irgendwas tragen. Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Okay, Zeit und Materie. Wir sind also verwandt mit der Oma, wie es aussieht. Das. Okay, hier waren wir schon. Von hier kommen wir. Das ist gut. Scheiße, ey. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das habe ich nicht bestellt. Naja. Tja, alter Finne, mir geht ein bisschen die Druckluftbereifung hinten und auf jeden Fall, Alter, ich will da nicht nochmal zurück ins Archiv zurück, können wir nicht mehr, die Tür ist ja zugeschlagen und jetzt sind wir der Oma quasi schutzlos ausgeliefert und ich glaube, sie will ein bisschen Enkelliebe haben. Ja, ein bisschen Enkelliebe oder Enkelinliebe, Enkelliebe, wir kürzen das einfach mal ab und
Ich will einfach nicht mehr. Ich will da nicht mehr zurück, aber wir müssen auf jeden Fall irgendeine Puppe finden. Aber die Oma hindert uns ja dran. Aber wir werden trotzdem, egal, in der nächsten Folge, wir finden bestimmt der Oma dem ihre sein Puppe. Die finden wir auf jeden Fall irgendwie und dann müssen wir durch das nächste Portal. Ich hoffe nur, wir werden überleben, weil die Alte scheint echt hinter uns her zu sein und ist brunftig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.